Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute geht's um unsere Stabilisatoren, um die Muskeln, die unseren Rumpf aufrichten und natürlich, wie der Name schon sagt, stabilisieren. Dazu gehören vor allem der tiefe Bauchmuskel, der hier wie zwei Taschen sitzt, der auch die Organe übrigens schützt. Ganz wichtig also ist, weil oben sind die Rippen, die die Organe schützen. Hier unten haben wir unseren tiefen Bauchmuskel, der unsere Organe schützt. Dann gehört natürlich auch der Beckenboden dazu. Dann gehören auch diese ganz kleinen Muskeln rund um die Wirbelsäule dazu, die so von Wirbelkörper zu Wirbelkörper ziehen. Die sind ganz wichtig, die richten unsere Wirbelsäule auf, schützen aber auch die Wirbelgelenke. Sie spannen kurz bevor wir eigentlich wissen, dass wir uns bewegen. Also wenn wir jetzt stolpern oder ausrutschen, dann spannen diese Muskeln kurz vorher an und stabilisieren uns. Wir können uns vielleicht noch abfangen. Wenn wir fallen, dann werden unsere Gelenke und unsere Bandscheiben geschützt. Dann gehören natürlich auch noch die Zwischenrippenmuskeln dazu, Anteile der schrägen Bauchmuskulatur und Anteile von unserem Zwerchfell, also einfach die Muskeln, die hier ein Korsett bilden, die unseren ganzen Oberkörper aufrechthalten und stabilisieren. Ich nutze dazu den Topanga, der hat 3 Kilo, einfach nur als taktile Unterstützung, also als zum Wahrnehmen, dass man besser wahrnehmen kann, was im Körper gerade passiert. Du kannst aber auch ohne Gerät mitmachen. Wenn du ein Topanga hast, dann nimmst du ihn dir gleich mal um deine Taille, kommst in den Vierfüßlerstand, deine Hände platzierst du senkrecht unter deinen Schultern und hab ein bisschen das Gefühl, du möchtest ein Marmeladenglas aufschrauben, das heißt, du schiebst ganz leicht deine Ellbogen nach vorne, dann kommst du auch raus aus deinem Schultergürtel, ziehst hier dein Brustbein weit nach oben, deine Knie sind senkrecht unter deinen Hüftgelenken und deine Wirbelsäule wäre schön, wenn die in der optimalen, der Neutralposition wäre, das heißt ganz leicht in der Lendenlordose und hier oben, wie gesagt, rausgezogen aus der Brustwirbelsäule. Wenn du hier bist in der Stellung, dann lässt du jetzt mal deinen Bauch, deine Bauchdecke in Richtung Boden fallen. Dann aktivierst du diesen tiefen Bauchmuskel, wenn du jetzt den Bauchnabel nach oben ziehst. Nochmal deine Bauchdecke so richtig fallen lassen. Mit dem Einatmen und mit dem Ausatmen durch den Mund aktivierst du den Transversus. Nochmal ein und spür durch den Topanga, dass dein Rücken ganz ruhig bleibt und da wirklich keine Bewegung stattfindet, die Bewegung nur in der Bauchdecke stattfindet. Vielleicht merkst du so ein bisschen Muskelaktivität und die Faszie im unteren Rücken, die da jetzt auch mit aktiv wird. Und jetzt halte die Spannung. Lass also den tiefen Bauchmuskel aktiv und drücke mit deiner rechten Hand und mit deinem linken Knie und Unterschenkel mit dem Ausatmen mal in den Boden, dann atmest du ein, löst wieder und mit dem Ausatmen die andere Seite, linke Hand, rechter Unterschenkel. Nochmal ausatmen, Druck, einatmen, lösen, ausatmen, Druck und so weiter. Und während du die Bewegung machst, spürst du jetzt mal in deinen Rücken, spürst auch in deinen Bauchmuskel. Genau die Muskeln, die ich gerade vorher aufgezählt habe. Die Stabilisatoren, die hier schon aktiv werden, wenn du nur Druck in den Boden gibst. Und der Topanga, der unterstützt dich jetzt ein bisschen taktil. Also er schult deine Wahrnehmung. Vielleicht merkst du das. Du hast noch mal ein bisschen mehr Körpergefühl, wenn du den Topanga um deine Hüfte schwingst. Nur wenn das ganz gut klappt, dann kannst du ja eine Diagonale leicht vom Boden lösen, ausatmen, einatmen, wieder absetzen. Jetzt wird es schon anstrengender. Ausatmen und ein. Versuch dabei, deinen Rumpf möglichst ruhig zu halten. Möglichst wenig Bewegung in deiner Wirbelsäulenschwingung. Einatmen, ausatmen. Das ist schon ziemlich anstrengend. Und wenn du so diagonal Arm und Bein bewegst, dann hast du eine minimale Bewegung in deiner Wirbelsäule, minimale Rotation. Und diese minimale Rotation
bewirkt, dass diese kleinen Muskeln rund um die Wirbelsäule aktiv werden. Und jetzt wirst du noch ein bisschen größer und versuchst, Arm und Bein mal lang zu strecken, ausatmend. Einatmend wieder absetzen, ausatmend die andere Diagonale. Und einatmend wieder absetzen. Stabilen Rumpf. Gleich nochmal. Wenn du diese Übungen einmal am Tag machst, dann wirst du merken, dass du dich stabiler fühlst, vielleicht auch sich dein Rücken besser anfühlt. Gleich nochmal. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule und jede Seite jetzt noch einmal. Und entspann dich und setz dich mal langsam nach hinten ab. Entspann kurz deinen Rücken, entspann auch deine Handgelenke, lass locker. Und dann kommst du noch einmal nach vorne. Noch einmal auf deine Ellbogen. Komm jetzt runter. Versuch immer noch, hier dich aus den Schultern richtig schön rauszuziehen. Streck jetzt mal dein rechtes Bein. Jetzt wird der Hebel noch mal größer. Streck dein linkes Bein und versuch hier in dieser Brettposition zu bleiben. Die Spannung einen Moment zu halten. Den Atem fließen lassen. Wenn dir das zu viel wird, setz deine Knie einfach mal ab. Aber versuch reinzuspüren, welche Muskulatur hier aktiv sein muss. Die Stabilisatoren deines Rumpfes halten dich hier. Die letzten. Atme nicht vergessen. 4. Noch 3. Noch 2. Und setz deine Knie nochmal ab und komm nach oben. Sehr schön. Locker dich aus. Schüttel deine Arme aus, deine Schultern. Nimm den Topanga mal zur Seite. Dreh dich rum. Noch eine Übung, sehr schöne Übung, auch für deinen tiefen Bauchmuskel. Fass ein Bein, roll dich langsam nach unten. Nimm das Gewicht vorsichtig mit. Leg den Topanga jetzt um deinen Unterschenkel. Es geht auch ohne Gewicht, aber du hast wirklich mit Gewicht ein bisschen mehr Körpergefühl. Das wirst du gleich spüren. Deine Arme rück, etwas abspreizen vom Körper. Und jetzt schau mal, ob deine Wirbelsäule neutral liegt. Also zieh mal dein Knie näher ran. Der Rücken kommt auf den Boden. Und jetzt schiebst du dein Knie so weit nach vorne weg, bis du merkst, dass dein Transversus richtig schön aktiv werden kann. Der tiefe Bauchmuskel, wie ich vorher erzählt habe, der wie zwei Taschen hier sitzt. So, und dann versuchst du die Spannung zu halten. Und jetzt lässt du das Knie ein kleines bisschen nach außen abkippen. Atmest aus. Und atmest ein und kommst wieder zurück. Versuche mal dein Becken ganz ruhig zu halten und vor allem dein aufgestelltes Knie völlig senkrecht zur Decke zeigen zu lassen. Einatmen und aus. Stabil bleiben. Nur so weit zur Seite, wie du es auch wirklich halten kannst. Noch 2. Du merkst vielleicht auch, wie dein Bauch richtig flach wird. Und kommst wieder zurück. Löst und wechselst die Seite. Auslockern. Einmal den Topanga zu dem anderen Unterschenkel. Arme wieder seitlich. Deine Wirbelsäule bleibt in der Neutralposition. Auch hier wieder.
Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Teste Rücken nochmal aus, wo du die Aktivität des tiefen Bauchmuskels spürst. Und sobald du es gut spürst, bleibst du. Atmest aus und lässt dein Knie nach außen kippen. Einatmen, zurück. Du merkst bestimmt auch einen Unterschied zwischen rechts und links. Gleich nochmal. Wirklich fixiert bleiben hier. Sehr schön, noch zweimal. Fixiertes, ruhiges Becken. Und langsam wieder zur Mitte kommen. Nochmal dein Gewicht nehmen, deine Füße aufstellen, deine Arme nach oben schieben. So, und jetzt noch einmal hineinspüren in deinen Rücken. Du kannst jetzt hier mal kurz auch deinen Rücken runterdrücken und mal ganz bewusst in einen Hohlrücken kommen. Also nochmal bewusst runter und in einen Hohlrücken. Und dann achte mal drauf, dass du in der Bewegung etwas kleiner wirst, also nicht mehr so in den Hohlrücken, nicht mehr so weit in den Runden, bis deine Wirbelsäule irgendwann neutral liegt und du nochmal deinen tiefen Bauchmuskel aktivieren kannst, indem du den Bauchnabel sanft in Richtung Wirbelsäule ziehst. Jetzt atmest du aus, lässt dein Gewicht oder deine Hände ohne Gewicht hinter deinen Körper runter und atmest ein. Und ziehst dich wieder hoch. Ist im Bauch angekommen? Ich hoffe. Nochmal ausatmen. Fixierte Wirbelsäule. Einatmen. Und hoch. Aus. Und du fängst wirklich ganz klein an, bis du das Gefühl hast, es kommt genau da an, wo ich das möchte. Also genau da am tiefen Bauchmuskel. Also ruhig erstmal ohne Gewicht die Übung machen. Und wenn du das Gefühl hast, das klappt ganz gut, dann nimmst du jetzt noch einen längeren Hebel. Das heißt, du streckst zusätzlich ein Bein noch knapp über den Boden aus und wechselst. Lass dir Zeit. Konzentriere dich auf deinen stabilen Rücken. Und wenn du merkst, es geht noch nicht so, dann gehst du eine Stufe wieder zurück. Sehr schön, letzten Male noch. Konzentriert, lieber langsam wie zu schnell, dass die Übung korrekt ausführen kannst. Und ein letztes Mal. Und dann langsam wieder zurückziehen. Und entspannen deine Fußsohlen aneinander, deine Knie kippen nach rechts und links außen. Heb deinen Kopf und leg ihn mal ganz entspannt in den Topanga. Das ist eine sehr schöne Entspannung für deinen Beckenboden. Du dehnst auch die Innenseite deiner Oberschenkel und versuch richtig tief in den Bauch ein- und auszuatmen. Dann nimmst du beide Knie zu einer Seite, den Kopf zur anderen Seite. Spür die Dehnung im Rücken, vielleicht auch in den schrägen Bauchmuskeln. Und nacheinander zur Mitte, zusammen zur anderen Seite. Und nacheinander wieder zur Mitte. Einmal den Kopf anheben
ein Bein fassen. Zieh dich vorsichtig nach oben oder komm über die Seite zum Sitzen. Jetzt lass dich einfach nochmal ganz locker hängen in der Kutschehaltung. Schöne Übung auch für Entspannung im unteren Rücken. Kann man auch sehr gut auf dem Stuhl ausführen. Und langsam nochmal aufrichten. Schultern lockern. Sehr gut. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Gefühl bekommen für die stabile Körpermitte, für deine Stabilisatoren. Wir atmen nochmal ganz tief ein und dann darfst du diese Muskeln auch nochmal lang ziehen, ein bisschen dehnen, indem du dich streckst nach vorne oder zur Seite, wohin auch immer du gerade dich dehnen möchtest. Atme aus, öffne deine Arme, zieh deine Ellbogen zurück, Brustbein öffnen. Wenn du auf mehr Anzeigen unten gehst, schau mal, da habe ich noch ein paar Infos reingeschrieben, die dich vielleicht interessieren könnten. Wenn dir das Training gefallen hat, kannst du mich natürlich gerne auch weiterempfehlen oder das Video teilen. Ich freue mich aber auch, wenn du beim nächsten Mal einfach wieder dabei bist. Einatmen, zurückziehen und ausatmen, entspannen. Bis zum nächsten Mal.